Inside the Fake Science Factories heißt unser nächster Talk. Und ich habe mir das kurz mal durchgelesen und habe mich dann sofort gefragt, gibt es eigentlich in Himmelpforten eine Universität oder eine Fachhochschule? Und die Antwort ist, es gibt beides oder auch keins von beiden. Man ist sich nicht so richtig sicher, aber auf jeden Fall gibt es Wissenschaftler, die von der Uni und auch von der FH kommen. Das ist einmal Isabella Stein, sie ist Doktorandin und hat den MOP-Algorithmus erfunden. Ein Algorithmus, der kompakte Technologie verbessert und Bäume anhängt. Und sie hat sogar einen Preis für den besten Vortrag bekommen, als sie den MOP-Algorithmus vorgestellt hat. Dann gibt es da Professor Dr. R. Funden, ja? Der ist David Copperfield Fellow für angewandte Wissenschaften und Preisträger des Pinocchio Awards. Und Dr. Christian Schreibaumer, Uri Geller Fellow in Advanced Spoon Bending. Das ist alles ein bisschen ausgedacht. Die Menschen, die wirklich für diese erfundenen Avatare verantwortlich sind, heißen Svea Eckert, Till Krause und Peter Hornung. Und was sie gemacht haben und was das mit Wissenschaft zu tun hat und warum sie sich diesen Blödsinn ausdenken mussten, das werden sie euch jetzt erzählen. Ein großer Applaus für Inside the Fake Science Factories. Vielen Dank. Schön, dass wir heute hier sein dürfen, hier sein können. Ich bin Svea Eckert, arbeite als Investigativreporterin beim NDR im wirklichen Leben. Ich bin Peter Hornung und arbeite auch als Investigativreporter und Redakteur beim NDR. Ich bin Till Krause, ich bin Redakteur beim Süddeutsche Zeitung Magazin und auch da investigativ tätig. Einer fehlt heute in unserer Runde, nämlich der alles angestoßen hat und der unter dem Pseudonym Dr. Dave Murphy im Programm steht. Das ist Chris Sumner, ein IT-Security-Experte und ja, Hacker, kann man so sagen. Der konnte heute leider nicht kommen wegen eines familiären Notfalls, aber er ist sozusagen in Gedanken auch bei uns. Warum haben wir uns entschieden oder warum wollen wir über dieses Thema sprechen? Warum ist uns das wichtig? Und zwar, Wissenschaft beeinflusst uns in so viele Art und Weise, dass es uns manchmal auch gar nicht bewusst ist. In unseren politischen Entscheidungen, in unserem Verhalten, welche Produkte wir kaufen und auch in dem Verhalten, wohin gehen Gelder, wohin werden Millionen investiert. Ganz oft ist die Grundlage für unsere Entscheidungen, sind wissenschaftliche Studien oder wissenschaftliche Erkenntnisse. Also Wissenschaft beeinflusst unsere Wahrnehmung von der Welt ganz entscheidend und wir lieben Wissenschaft sehr und schätzen sie auch sehr und das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen sozusagen ja dieses Thema dieser scheinwissenschaftlichen Fabriken, dieser Fake Science Factories, dem müssen wir uns annehmen und das müssen wir aufdecken. Angefangen hat alles in diesem schäbigen Raum. Hier der Herr mit dem Kreis um den Kopf, das ist tatsächlich Chris, der eben heute nicht da ist. Und Chris ist sozusagen eigentlich IT-Security-Experte, hat aber eine Organisation, die kümmert sich viel um Privacy und er macht sozusagen in seiner Freizeit Studien und versucht, die Welt besser zu verstehen. Und präsentiert dann diese Studien auch auf Kongressen. Und hier dachte er sich, er hatte eine schöne Studie gemacht, auch mit Kollegen zusammen. Und er dachte sich, okay, ich fahre nach Kopenhagen und stelle dort unsere Studie, die wir gemacht haben, vor, nach Dänemark. Sah auch so ganz seriös aus. Genau, das sah alles seriös aus, bis er dann morgens in diesem Raum sich wiederfand. Das war die sagenhafte Konferenz. Von diesen knapp 10 Leuten, die ihr hier seht, jeder hatte einen anderen Fachbereich. Da saßen Psychologen neben Politologen, neben Geologen, neben Physikern. Keiner verstand, was der andere sagte. Also es war eine total merkwürdige Veranstaltung und überhaupt nicht das, was Chris sonst von Kongressen gewohnt war, wo wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert werden. Er dachte also, irgendwas stimmt hier nicht. Und er war auf ein Phänomen sozusagen gestoßen, das es schon relativ gibt. Und Till wird dazu mal ein paar Worte sagen. Das ist gut.
Genau, Predatory Publishing, also Raubverleger, Raubverlage. Das ist ein Begriff, den hat ein Bibliothekar namens Jeffrey Beal geprägt und der Name leitet sich daher ab, dass diese Firmen quasi ja, ihre Opfer, seien es Wissenschaftler, seien es Finanzierer oder sei es die Öffentlichkeit quasi, ausnehmen wie Räuber. Ja? Also die berauben die Wissenschaft um eines ihrer wichtigsten Güter, nämlich der Glaubwürdigkeit. Wir haben das mal versucht, auf eine Formel einzustampfen, ein bisschen inspiriert von Albert Einstein, nämlich Euro ist mc². Also etwas, das ein bisschen so aussieht wie Wissenschaft, wird für finanzielle Zwecke missbraucht. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass diese Firmen, dieser Konferenzveranstalter, den wir gerade ja schon gesehen haben, aber auch sozusagen Firmen, die Journale veröffentlichen, ja, also wissenschaftliche Publikationen veröffentlichen, dabei wesentliche Qualitätskontrollen einfach außer Acht lassen. Das heißt, die veröffentlichen einfach wirklich alles, was man ihnen schickt, ohne Prüfung, ohne irgendeine Art von Instanz, die nochmal nachrechnet, stimmt das überhaupt, was hier verbreitet wird, werden diese Sachen veröffentlicht und kommen damit in die Welt. Das erkläre ich gleich nochmal an einem Beispiel, aber vorher würde mich mal interessieren, wer hier im Raum, im Saal hat denn Erfahrung mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen? Ist er selber Wissenschaftler oder hat sowas schon mal gemacht? Ja, das sind doch einige Hände, die hochgehen, das ist super. Ich erkläre vielleicht trotzdem für den Rest von uns nochmal, wie das denn eigentlich funktioniert, normalerweise, ja, wenn ich etwas in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlichen möchte. Ja, also man macht eine Submission, man reicht etwas ein, man hat eine Studie geschrieben, ein Paper. Das geht dann an einen Editor in den meisten Fällen, der das Ganze sich nochmal anschaut und dann entscheidet, wird diese Studie sofort abgelehnt, entweder weil sie redundant ist, weil sie nichts Neues enthält oder weil sie einfach schlecht gemacht ist oder fehlerhaft oder falsch. Wenn das nicht der Fall ist, geht die in einen Prozess, der nennt sich Peer Review. Und dieses Peer Review ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Recherche und dieses ganzen Vorgangs, über den wir jetzt hier gleich reden wollen. Peer Review besagt letzten Endes eine Art Kontrollmechanismus von Wissenschaftlern für andere Wissenschaftler. Also das heißt, bei solchen großen Journals oder auch bei Konferenzen teilweise gibt es Leute, die sich mit diesem Fachgebiet sehr gut auskennen und sich einen eingereichten Vorschlag nochmal genau angucken. Die prüfen, die rechnen im Idealfall nochmal nach, die vergleichen, stimmt die Literaturangabe dazu, wurde da was Wesentliches weggelassen, ist das Ganze plausibel, ergibt das Sinn. Nun muss man tatsächlich dazu sagen, dass dieses Peer Review Verfahren, wie wir es jetzt kennen, auch weiß aus, nicht immer perfekt ist. Da gibt es auch immer wieder Dinge, die da falsch laufen. Es sei zum Beispiel auch erwähnt an dieser Stelle, dass die großen Verlage, die seriösen Wissenschaftsverlage, die es da so gibt, häufig auch wirklich ein sehr, sehr, sehr seltsames Geschäftsmodell betreiben, sehr viel Geld verdienen, um dann die Wissenschaft hinter Paywalls zu verstecken, also sozusagen der Öffentlichkeit da oft keinen guten Dienst erweisen. Das alles vorweg, also Peer Review und das normale Wissenschaftssystem, wie wir es bisher kennen, ist weitaus nicht perfekt. Da gibt es viel zu verbessern, aber es ist trotzdem in vieler Hinsicht eben der Goldstandard, den wir im Moment haben. Und dieses Peer Review eben, um das es hier geht, ist ein Prozess, den viele Freunde von mir, die im akademischen Bereich tätig sind, als einen gigantischen Pain in the Ass bezeichnen. Ja, man schickt was hin, man kriegt x-mal zurück, hier was, da was, alles passt nicht, man muss ständig dran rumdoktern, aber das Ziel ist eben, dass damit dann am Ende wirklich gute, seriöse Forschung rauskommt. Also im Peer Review kann eben das Ergebnis sein, dass die Studie wieder abgelehnt wird oder dass man sie in einer Revision nochmal überarbeiten muss, dann geht das Ganze hin und her und hin und her und ganz am Ende hat man dann, wenn es gut läuft, die Acceptance, ja, also man ist dann angenommen und darf diese Studie veröffentlichen. Bei den Raubverlegern sieht das Ganze ein bisschen einfacher aus. Da geht es nämlich so, man reicht etwas ein, man bekommt es mit wirklich oberflächlichsten Kommentaren zurück und da können wir euch gleich ein paar Beispiele geben, wie oberflächlich das ist. Dann bezahlt man dafür und am Ende wird das Ganze dann angenommen. Nun ist dieser Vorgang quasi etwas, dass man als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler selbst dafür bezahlen muss, etwas, was auch im seriösen Wissenschaftsbetrieb nicht ganz unüblich ist. Es gibt das sogenannte Open Access Movement, was eigentlich eine sehr gute Sache ist. Aber diese Raubverleger nutzen das eben aus, ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche, dafür etwas in der Wissenschaftswelt sozusagen verbreiten zu dürfen, ohne dass es irgendeine Prüfung durchlaufen hat und ist damit letzten Endes eine riesengroße Abzocke. Das wollten wir überprüfen. Also ist es wirklich so, sozusagen, dass man da im Prinzip jeden Quatsch einreichen kann. Und dafür brauchten wir Hilfe. Und zwar
von den zwei Freundlichen. Genau, das waren unsere beiden Identitäten, Isabella Stein und Christian Schreibaumer. Wir haben diese Uni erfunden, die University of Applied Sciences of Lower Saxony at Himmelpforten. Himmelpforten ist wirklich ein kleines Kaff, ein ganz nettes Kaff zwischen Hamburg und Bremen. Es hat eine Bahnstation und es hat ein Christkind-Postamt und dafür ist es eigentlich bekannt. Und mit den beiden haben wir unsere erste sozusagen Aktion, Sting Operation oder verdeckte Recherche gestartet und haben uns überlegt, wir brauchen ein Paper. Und das war das hier. Und man muss dazu sagen, es ist ganz leicht rauszufinden natürlich, dass es diese Uni Himmelpforten nicht gibt und Schreibaumer findet sich auch sonst nirgends im Internet. Und wir haben diese Namen genommen, um dieses Paper zu veröffentlichen. Bitte fragt uns nicht, was da drin steht. Das ist kompletter Blödsinn. Da passt kein Satz zum anderen. Die Investigation of Red Black Trees, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe es mehrmals durchgelesen, habe nichts verstanden. Das Ganze ist aus dem SciGen. Das ist eigentlich ein Studentenscherz von Studenten des MIT, wo man wirklich nur Namen eingeben muss und dann etwas bekommt, was aussieht wie ein wissenschaftliches Papier. Ja. Und das haben wir eingereicht genau dort, wo auch eben Chris war, bei der Weltakademie, ja, für Wissenschaft und Technik und sind tatsächlich angenommen worden und durften nach London. Zack, zack. Das ging relativ schnell. Also es kamen ganz oberflächliche Kommentare. Also hier bitte ein Komma nochmal und hier eine andere Formatierung und bitte den Abstract etwas länger. Ja. Aber das hat niemand wissenschaftlich gegengelesen. 400 Euro und dann waren wir auf der Konferenz mit dieser Präsentation. Hier leuchtet jedem sofort ein, um was es da geht. Da waren auch ein paar Wissenschaftler da und wir wollen euch mal zeigen, weil wir haben es nämlich gefilmt, wie das dann da so war in London. Das ist jetzt so ein ganz kurzer, ein bisschen zusammengeschnittener Ausschnitt von unserem Vortrag, den ich jetzt mal einstarte. Introduce us shortly. It's my colleague Isabella Stein, also from our University of Applied Sciences. See here now is the relationship between our solution and the analysis of the memory bus. This is memory bus. And here on the bottom and here. And all of this investigation, you would need a theory of rat-like trees, but we propose another solution. I used my Nintendo Game Boy across the sensor network. Which means the more pressure you give on the system, the higher the scalability gets, and that's what we wanted to achieve. How would our system behave in here? Yeah. Yes. And you all know this, a single particle is a reflection of quantum potentiality of the Greek philosopher Plato. Thank you. Thank you. Any questions? Yeah. Danke schön. Man sieht auch hier ein bisschen das Setting, in dem das Ganze stattfand, ja, so ein abgedunkeltes Hotelzimmer am Stadtrand von London mit wirklich einer Handvoll versprengten Leuten aus verschiedensten Fachdisziplinen, die überhaupt nicht richtig verstanden haben, worum es geht. Wenn euch TripAdvisor einmal Holiday in Wembley vorschlagt, vergesst es. Und wir dachten tatsächlich, okay, auch wenn da nun Chemiker im Raum saßen und Mathematiker und also nun wirklich keine Computerwissenschaftler, dachten wir, okay, jetzt fliegen wir auf. Jetzt ist es vorbei. Ja, die ertappen uns und wenn, dann ertappt uns der Konferenzveranstalter. Direkt nach dem Vortrag war aber nichts. Wir sind dann rausgegangen und bekamen dann eine E-Mail. Und da dachten wir schon so, jetzt haben sie uns, aber es kam das. Genau, es kam der Best Presentation Award. Also, wir haben uns wirklich einen Ast gefreut, als wir den bekommen haben und haben uns auch einige Tage da wirklich das immer wieder angeschaut, bis ich dann irgendwann mit einem anderen gesprochen habe, der auf der Konferenz war und der sagte, ja, die Mail habe ich auch gekriegt und ich konnte mir das auch abends runterladen. Also wahrscheinlich kriegt jeder diesen Best Presentation Award, der dort war. Er wird nicht öffentlich verliehen, das heißt, es kriegt keiner mit, dass die anderen das auch alles und haben. Und damit kann man zum Beispiel zu seiner Uni gehen oder zu seiner Firma und kann sagen, hey, guck mal, ich habe hier super gut performt. Man kann es übrigens auch googeln. Ja. Wenn er bei dem Ding mal eine Rückwärtssuche, ein Bild macht bei Google, Bildersuche, findet ihr ungefähr 50 andere Seiten, wo Leute ganz stolz sowas präsentieren.
Okay, wer steckt dahinter? Das Ganze ist im Prinzip eine große Gelddruckmaschine, kann man sagen. Und einer sozusagen, der in diesem Team mit kollaboriert hat, der sich mit Maltego sehr gut auskannte, der hat für uns da mal ein paar sozusagen Investigationen gemacht, um das nachzuvollziehen. Maltego kennen hier vielleicht einige, ist ein Tool, mit dem man sehr gut so Open Source Intelligence Recherchen machen kann. Und da sieht man, dass also sozusagen hinter Wazet noch mehrere Webseiten stecken und dass eben ganz am Ende zwei Herrschaften interessant sind. Das sind einmal Bora Adil und Cemal Adil, die tauchen immer ganz am Schluss auf, beziehungsweise auch deren E-Mail-Adressen. Cemal Adil findet man auch hier auf LinkedIn. Um es schon ein bisschen vorwegzunehmen, wir waren auf vielen dieser Konferenzen oder Kollegen waren auch auf diesen Konferenzen in Asien. Cemal Adil macht sozusagen Asien, da ist der angetroffen worden. Bora Adil, den haben wir zweimal getroffen, einmal in London und einmal, einmal in Berlin und einmal in London. Da sind wir. Und interessant ist, was man dort auch sehen kann, dass die ganz viele sozusagen Konferenznamen schon registriert haben. Das heißt, wenn mal eine Webseite down geht, wenn sie gesperrt wird, wenn sie angegriffen wird, dann können die ziemlich gut ausweichen und ihr ganzes Business auf eine neue Adresse konferieren. Wenn man jetzt mal nur diese Weltakademie nimmt und die mal sozusagen zusammenrechnet, dann kommt man da drauf. Ja, also 13 Events in 13 Städten jeden Monat. Wir sehen nur ein bisschen, das ist ein bisschen schlecht zu sehen, die Verteilung über den Globus. Es sind 13.000 Konferenzen pro Monat. Und zwar deshalb, jede einzelne Veranstaltung an zwei Tagen ist in 50 wissenschaftlichen Disziplinen mit 20 Konferenznamen pro Disziplin. Man kann sich unter 1000 Konferenznamen einen aussuchen. Deshalb, wenn sich da 30 Leute oder 50 Leute treffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass jeder bei der gleichen Konferenz ist. Er ist zwar bei der gleichen Veranstaltung, aber er kriegt Dokumente mit einem anderen Konferenznamen. Im Jahr 157 Events, 48 Städte, 35 Länder und 156.000 Konferenzen jedes Jahr. Das ist ein lukratives Familiengeschäft. Also wir haben mal so geschätzt, dass sie eben um die 4 Millionen Euro Jahresumsatz damit machen, mit wirklich minimalen Kosten. Jetzt ist das alles irgendwie noch lustig, kurios. Man könnte sagen, es entsteht einzelnen einen Schaden, aber ja, was ist eigentlich der größere Schaden dahinter? Und da haben wir uns jetzt wirklich so ein bisschen die Frage gestellt, wie lässt sich dieses System, das es ja nun mal gibt, mit diesen falschen Konferenzen und diesen vielen falschen Journals, wo niemand prüft, was da veröffentlicht wird, wie ließe sich das maximal böse ausnutzen? Ja, da haben wir jetzt wirklich versucht, uns vorzustellen, wenn wir jetzt total windige, fiese Geschäftemacher wären, was würden wir tun? Wir sind relativ schnell bei dem Beispiel gelandet, dass man über diese Journals natürlich auch Krebstherapien beispielsweise bewerben kann, die völlig wirkungslos sind, denen man aber den Anschein einer wissenschaftlichen Prüfung verleihen kann, mit dem Ziel, sie dann übers Internet teuer zu verkaufen an Leute, die verzweifelt sind, weil sie einer schweren Krankheit leiden und wirklich so jeden letzten Strohhalm Hoffnung bereit sind zu greifen. Das heißt, wir haben uns gefragt, gut, wir erfinden ein Wundermittel gegen Krebs. Wie machen wir das? Haben uns ein bisschen hin und her überlegt, sind zum Ergebnis gekommen, dass wir Bienen irgendwie gerne mögen. Ja, Bienen sind nett, die fliegen schön herum, die sind super. Ob Bienen wirklich Krebs heilen können? Wahrscheinlich nicht. Aber wer weiß es schon so genau? Das ist ja in dieser ganzen Welt der Scheinwissenschaft eben das Problem, dass man da überhaupt nicht weiß, was stimmt und was stimmt nicht. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben ein Institut gegründet, das IFABIR Research Institute, Institute for Applied Basic Industrial Research, eine grottenschlechte Website gemacht, einen relativ inaktiven Twitter-Account, der einfach nur wahllos irgendwas retweetet hat und damit ein paar Follower zu sammeln, haben dieses Institut gegründet. Hätte man sofort auch natürlich nachprüfen können, dass es all diese Menschen gar nicht gibt. Ja, Professor Dr. R. Funden, Richard Funden, der Chef dieses Instituts. Also das ist alles sehr, sehr, sehr dubios. Und wir haben dann eine Studie geschrieben, die wir in einem Journal bei einer Firma eingereicht haben, die Omics heißt. Die ist so nach unseren Recherchen gemeinsam mit Wazet, die wir vorhin schon gesehen haben, so der zweite große Player in diesem Feld. Das Journal of Integrative Oncology, ja, also Onkologie, ein Krebsjournal, haben wir gefunden. Das macht auf den ersten Eindruck, wirkt es relativ seriös, wenn man sich es nicht genau anguckt. Und dort haben wir eben eine Studie eingereicht, die wirklich von einer grotesken Beklopptheit ist, dass man es eigentlich wirklich bei jedem durchlesen hätte sehen müssen. Es fängt damit an, dass auch wir mit der Universität Himmelpforten zusammenarbeiten, die es nicht gibt, dass es lauter Namen sind, die sonst nirgendwo auftauchen und dass wir sozusagen in dieser Studie
Bienenwachs, also Propolis, das Bienen produzieren, eine größere Wirkung gegen Krebs attestieren als eine konventionelle Chemotherapie. Dafür haben wir einen Versuchsaufbau beschrieben, der wirklich im Wesentlichen nur darin besteht, dass wir offen zugeben, wir haben einfach irgendwelche Leute so oft gefragt, bis sie uns gesagt haben, ja, ja, wir fühlen uns jetzt besser als vorher. Das haben wir in der Methodologie sozusagen so beschrieben. Wir haben ein Kernsatz unserer Studie war, dass Bienen ja wahrscheinlich ein sehr vielversprechender Therapieansatz gegen Krebs sind, denn Bienen bekommen ja gar keinen Darmkrebs. Ja, plausibel. Und dann haben wir eben, weil wir es ja sozusagen wissenschaftlich sehr ernst gemeint haben, haben wir auch geschrieben, dass das generelle Wesen von Bienen, wie lustig sie herumfliegen und dass das ja eigentlich recht fröhliche Tiere sind, da könnte ja eigentlich auch schon ein Indiz drin liegen, dass sie gegen Krebs vielleicht helfen könnten. Wir haben das nicht uns ausgedacht, wir haben sogar ein Buch zitiert, ja, in dem wir gesagt haben, Mensch, Bienen sind doch lustige, fröhliche Tiere. Das haben wir in unserer Literaturverzeichnis auch angegeben. Gips 2012 hat das auch schon beschrieben, dass Bienen eben sehr schöne Tiere sind. Das ist auch alles richtig. Das Problem ist nur, das Buch von Gips ist ein Kinderbuch für Kleinkinder. Sehr gute Reviews bei Amazon, aber wissenschaftlich eher nicht so super. Auch hier haben wir gedacht, ähnlich wie bei dieser WhatsApp-Präsentation, wir haben es vielleicht ein bisschen überspannt. Ja, das ganze Ding war auch voll erfundener Fachbegriffe. Wir haben sinnlose Diagramme, einfach dreimal gleich große Kreise. Also wir haben uns wirklich maximal ins Zeug gelegt, dass das wirklich auffällig ist, dass man kein Super-Experte sein muss, um diesen bekloppten Irrsinn dahinter zu erkennen. Doch weit gefehlt. Wir reichen es ein, bekommen nach kurzer Zeit Rückmeldung, dass das eben diese Studie Important Experimental Evidence zeigt, also dass das eine wichtige, ernstzunehmende Studie ist, die eben dieses Bio-99-TM, so haben wir unseren selbst erfundenen Wirkstoff genannt, ja, dass der sozusagen in dieser Studie gut nachgewiesen wird. Die einzigen Fragen und Anmerkungen, die tatsächlich zurückkamen, waren wirklich solche Petitessen wie, erklärt doch mal, was die Abkürzung SITF bedeutet. Ja, da hatten wir selber ein bisschen Probleme, das zu erklären, weil wir hatten uns diese Abkürzung schlicht und einfach ausgedacht, haben dann zurückgeschrieben, das bedeutet so viel wie Signal-Infusionstransfer-Funktion oder so. Und damit haben die sich zufrieden gegeben und das Paper wurde akzeptiert und auch veröffentlicht. Wir haben damit auch eine Rechnung bekommen für 2000 Euro, die wir hätten zahlen müssen. Die haben uns ständig geschrieben auf Twitter, auf allen möglichen Mails, die sie von uns hatten, dass wir doch jetzt bitte diese Rechnung überweisen müssen. Wir haben es ignoriert und es ging trotzdem online. Also das heißt, Professor Dr. Funden und sein Team hatten jetzt sozusagen eine ernsthafte wissenschaftliche Publikation vorzuweisen, doch damit nicht genug. Man hat das Gefühl, sobald man einmal in diese Mühle der Scheinwissenschaft geraten ist, geht es eigentlich erst richtig los. Wir haben dann fast täglich E-Mails bekommen von anderen Anbietern von diesen scheinwissenschaftlichen Verlagen, die uns eingeladen haben, ob wir nicht eine Keynote auf einem Breast Cancer Conference, also einer Brustkrebskonferenz in Paris halten wollen, ob wir nicht wollen irgendwie Herausgeber eines weiteren Krebsjournals werden wollen. Also das heißt, unser ausgedachtes Quatschinstitut mit diesem völlig sinnlosen Bienenunsinn hat es innerhalb weniger Wochen geschafft, eine wissenschaftliche Veröffentlichung vorzuweisen, sich als Editor von so einem Krebsjournal ausgeben zu können und eine große Rede hätten wir halten können in Paris im Februar auch über Brustkrebs. Das heißt, wäre jetzt tatsächlich unser Ziel gewesen, Leuten im Internet unser völlig wirkungslosen Quatsch für viel Geld zu verkaufen, hätten wir dem jetzt relativ plausibel den Stempel aufdrücken können, das ist wissenschaftlich geprüft. So einfach kann man sich da eine Reputation erkaufen. Viele andere ernsthafte Wissenschaftler hätten das möglicherweise nicht so, hätten uns diesen Schneid offenbar nicht abgekauft wahrscheinlich. Aber darum geht es ja oft auch gar nicht. Es geht ja bei diesen Sachen oft darum, die Öffentlichkeit zu täuschen und verzweifelten Patienten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das hätte damit vermutlich wirklich funktioniert. Ja, das Experiment wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Genau. Und das Interessante daran ist ja, ja, eigentlich würde man ja sagen, diese Zeitschriften, das weiß ja jeder, dass die schlecht sind. Aber das ist nicht klar abgegrenzt. Da rennen ganz viele hin und publizieren da. Und deshalb ist es nicht so klar, dass es da schlechte Wissenschaft ist, wie das hier zum Beispiel, GCMAF. Wir haben jetzt viel gelacht auch. Das hier ist nicht lustig. Das ist ein Präparat, das ist entstanden aus der Forschung eines Japaners, die sich eigentlich schon vor
einem Jahrzehnt als Sackgasse herausgestellt hat. Trotzdem wird dieses Mittel produziert als Wundermittel gegen Krebs. Es wird verkauft, wurde verkauft in Großbritannien, wird unterm Ladentisch auch noch verkauft in Deutschland. Da ist es ein Nahrungsergänzungsmittel. Das ist der Mann, der es in Großbritannien groß beworben hat. David Noakes heißt der. Und der hatte eine Firma, die First Immune hieß. Und da gibt es auch Videos im Netz, wo er das bewirbt tatsächlich. 300 Scientists from 8 Nations have written 150 scientific research papers on GCMF. 200 scientists, but we have written 32 of them. Das heißt, da wird ganz klar geworben von First Immune mit diesen Studien, die da publiziert wurden und die angeblich beweisen, dass es gut ist, dieses Mittel. It isn't something that's you know, just quackery. It is scientifically backed. Das ist genau der Punkt. Die sagen, it's scientifically backed. Die sagen, das ist Wissenschaft hier. Es sind verschiedene Publikationen. Links oben haben wir Omics, was wir gerade, wo wir auch die Bienengeschichte hatten. Das ist SciPub. Das ist nochmal SciPub. Das ist alles Mist. Wir haben das anschauen lassen von einer renommierten deutschen Onkologin, Jutta Hübner, am Klinikum in Jena. Die sagt, diese Studien sind total schlecht. Das ist allerdings, und das ist das Schlimme, nicht klar für einen Laien. Das sieht wissenschaftlich aus. Und selbst ein Hausarzt, der keine onkologischen Fachkenntnisse hat, wird da möglicherweise drauf reinfallen. Und mit diesen Studien wird eben tatsächlich geworben. Die sind verlinkt auf der Seite von First Immune und sagen, wir haben hier die Studien, das beweist, dass das ein gutes Mittel ist. Kleiner Nachsatz dazu, David Noakes ist vor ein paar Wochen verurteilt worden von einem Gericht in London zu 15 Monaten Gefängnis, weil er dieses Mittel als Medikament verkauft hat. Also es standen nicht die Studien vor Gericht und auch nicht das Mittel, wie der Richter sagte, aber es ist tatsächlich dieser Hersteller verurteilt worden. Er hat es illegal verkauft. Wir haben ihn gefragt, warum haben Sie mit den Studien geworben? Was hat das auf sich? Wie gut sind die Studien? Anfragen an die Firma blieben unbeantwortet. Und das alles war für uns Grund zu sagen, wir müssen uns mal das große Ganze angucken. Es reicht nicht, diese kleinen sozusagen Sting-Operations zu machen, sondern wir müssen den Markt irgendwie aufreißen. Und da haben wir uns 5 Raubfällige rausgesucht. Das ist Wazet, Omics, noch 3 andere, die wir so als groß und relevant für uns, auch für Europa, identifiziert haben. Und da haben wir zunächst erstmal einfach ganz viele Paper eingereicht. Alle diese computergenerierten Nonsense-Paper, das haben wir gemacht, das haben auch Kollegen gemacht aus anderen Ländern. Und wir kamen bei diesen 5 überall durch. Wir haben die damit auch konfrontiert. Die haben natürlich gesagt, entweder no comment. Oder die haben sowas gesagt wie, wir sind ja gar nicht böse. Oder das fand ich irgendwie das Beste, nämlich, naja, das sind ja die Autoren, die verantwortlich für den Inhalt sind. Wir sind nur eine Plattform. Also es kommt einem irgendwie bekannt vor. Und um herauszufinden, sozusagen, wer dort veröffentlicht bei diesen Raubverlagen, war es halt nötig zu sagen, okay, das sind ja alles öffentliche Daten, wir scrapen die Webseiten. Ja? Wir ziehen alle Daten von den Webseiten runter, um zu sehen, wer da sozusagen seine Studien rauspustet. Sind das jetzt nur Wunderheiler oder ja, wer ist das eigentlich? Ich will das an einem Beispiel kurz mal durchgehen, scrapen. Wie funktioniert das? Also hier sehen wir die Wazet-Webseite. Das ist sowieso sozusagen Schritt 1 für so einen Scraping-Prozess. Man guckt sich die Webseite an, schaut, wie ist die aufgebaut in ihren Verlinkungen. Und bei Wazet findet man dann relativ schnell auch die Abstracts. Und die werden jetzt hier praktischerweise auch in ganz verschiedenen Dateiformaten angeboten, also als JSON, als PDF oder auch als XML-File. Und das ist halt sehr schön, weil man kann viele Informationen, Metadaten sozusagen relativ leicht auslesen. Ne? Also hier ist so eine ID-Nummer zum Beispiel. Das ist sozusagen dann der nächste Schritt gewesen, nämlich diese ganzen Abstracts sozusagen herunterzuladen und die einmal durchzuzählen. Das war sozusagen das allererste, um mal zu gucken, wie groß sind die überhaupt. Wazet hatten wir damals im Juni gesehen, sind so 62.000 Abstracts auf der Webseite und Publikationen. Und dann der nächste Schritt ist zu gucken in den Metadaten nach Titeln, Autoren, Datum. Haben noch ganz viele andere Marker, Country zum Beispiel haben wir noch untersucht.
Und diese sozusagen Daten haben wir dann wiederum sortiert und in eine Datei reingepackt. Also hier ist es jetzt ein CSV. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen eleganter machen, wenn man jetzt sozusagen nicht nur also alles von Hand machen möchte, gibt es Scrapy oder auch diese Scraping Hub Plattform. Das ist ein sehr schönes Framework, was helfen kann oder was es relativ leicht macht, solche Webseiten zu scrapen. Und das Schöne eben auch an Scrapy ist, dass es sozusagen diesen Prozess des Herunterladens, des Sortierens, im Prinzip, ich sag mal, alles in einem macht und herausfällt halt eine sehr schöne JSON-Datei und die wiederum kann man dann in eine Datenbank packen und mit unterschiedlichen Programmen analysieren. Also wir haben, klar, Excel haben wir auch irgendwann mal benutzt, wobei Excel bei so großen Dateien relativ schnell versagt. Tableau war da eine große Hilfe und auch mit Linkurious, wenn es so darum ging, um so Verzweigungen oder Netze zu sehen. Das sind so die Tools, mit denen wir dann diese Daten von diesen Raubverlegern verarbeitet haben, um dann eben herauszufinden, wer veröffentlicht denn da eigentlich. Und da haben wir für euch mal ein paar Statistiken vorbereitet. Und da sieht man hier, Omics und Wazet sind die Großen. Ja. Wir haben hier insgesamt fast 280.000 Abstracts, 400.000 Autoren, klar. Die Papers haben häufig nicht nur einen Autor, sondern mehrere. Omics, Wazet mit um die 60.000, die anderen ein bisschen kleiner. Wir haben das auch mal nach Ländern. Das ist das Erste, was für mich kam. Und dann haben wir natürlich haben wir gedacht, oh, das sind ja kräftige Zahlen, 400.000 Autoren, und haben uns gefragt, ist die Wissenschaft tatsächlich in Gefahr? Ja und nein. Ne? Ich meine, wenn wir es mal vergleichen mit den regulären Journals, mit den Veröffentlichungen in regulären Journals, ein bisschen Äpfel und Birnen verglichen, aber wenn wir mal die Gesamtzahl der Wissenschaftler nehmen, die UNESCO 2013 mal genannt hat, 8 Millionen und die 400.000 Autoren da nennen, ziehen wir mal die ganzen Doppelungen ab etc., aber dann haben wir trotzdem ungefähr ein Verhältnis und sehen, die Veröffentlichungen in Predatory Journals sind doch relativ wenige. Trotzdem haben wir dieses... Abgesehen ist auch der Wissenschaftsbegriff ja relativ weit, weil bei dem Raubverlag veröffentlicht halt auch irgendwie ein Wunderheiler. Also das ist wirklich nur, um euch so eine grobe Einordnung zu geben, ne? Wo stehen wir mit diesen 400.000 Namen? Was uns aber eigentlich sozusagen viel mehr dann auch angetrieben hat in der Recherche, ist diese Grafik, wo wir sehen können, wie hat sich das entwickelt bei den Raubverlagen, weil wir konnten das Jahr, also den Monat, das Jahr, wir konnten das Datum eben mit scrapen und haben dann gesehen, dass wir einen Anstieg haben. Ja, dass wir ab 2013, 14 sozusagen, dass die immer mehr veröffentlichen, und das war für uns auch so ein Zeichen, da ist ein Markt, da gibt es eine Nachfrage. Ja, die Leute veröffentlichen da, also macht es Sinn, da auch aufzuklären. So. Jetzt sind wir dran. Dann haben wir nach den Ländern mal geschaut. Wir sehen in Großbritannien ganz weit vorne, Italien, Frankreich, Deutschland 1800 Abstracts knapp. Das schaut jetzt auch nicht so viel aus, aber trotzdem, es sind gut 5000 Autoren, die wir da sehen. Und wir müssen immer beachten, das sind nur diese Raubverleger, die wir betrachtet haben. Es werden, sind relativ sicher noch viel mehr Deutsche betroffen, viel mehr deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weil es eben noch mehr Raubverleger gibt. Und wir haben es auch nach Institutionen ein bisschen aufgegliedert. Wir sehen hier gerade an dem Punkt bei Wazet 229, bei der RWTH Aachen, auch Hannover ziemlich weit vorne. Dann kommt LMU in München, die Fraunhofer Gesellschaft, Humboldt-Uni. Ganz oben, das haben Aachen und Hannover, weil da viele technische Fächer sind und es durchaus Schwerpunkte gibt, wer bei Raubverlegern publiziert. Das sind technische Fakultäten, die da vor allen Dingen auftauchen. Omics sind sehr viele Mediziner, die sind bei diesen beiden Unis nicht so vertreten. Also wenn wir jetzt mal die Mediziner betrachten, das hätte eine andere Rangfolge. Da kämen auch andere Unis vor. Ja, da sind sozusagen, und hier die deutschen Unis befinden sich in bester Gesellschaft. Und sozusagen, wir haben auch nach Elite-Universitäten geschaut, da ist jetzt Omics so groß vertreten,
weil die halt im medizinischen Bereich so stark sind. Gerade bei den Medizinern ist halt der Publikationsdruck einfach sehr hoch. So, das ist einfach, um mal so eine Vorstellung zu geben über die Gesamtzahlen. Jetzt kommen wir mal noch so ein bisschen so zu Einzelfällen. Ja, also wer steckt denn hinter so einer Zahl? Da zum Beispiel der hier. Ja, da haben wir ein paar Figuren betrachtet. Der sieht schon aus wie ein wichtiger Wissenschaftler. Und es ist tatsächlich Bernd Scholz-Reiter, Rektor der Uni Bremen, früher Vizepräsident der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Der hat publiziert bei Wasset. Genau dem Laden, wo wir aufgetreten sind mit unseren rot-schwarzen Bäumen und dem ganzen Blödsinn. Da hat er mehrere Publikationen drin, steht auch immer ganz vorne als Hauptautor. Dazu hat er gesagt, ja, wusste ich nicht, habe ich nicht erkannt und so, ja, war ein Fehler, mache ich nie wieder so. Aber besser konnte er es nicht erklären. Wir haben auch da jemand gefunden, nicht die Physikerin, die rechts steht, sondern den Wissenschaftler, der links ist, das ist Arim Kamka, kennt ihr vielleicht, die eckigen gelben Postautos, Street Scooter oder der E-Go jetzt, der ist von der RWTH Aachen, der hat auch zahlreiche Veröffentlichungen, auch zu dem Street Scooter übrigens, bei Wasset, unserem Lieblingsverleger. Und dann haben wir auch noch den hier zum Beispiel bei SciPub, der heißt Mahmoud Ahmadinejad. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, aber hier ist er, nicht rechts oben, sondern links unten, der gefährlichste Mann der Welt, der ehemalige Präsident des Iran. Auch der hat sich dahin mal verirrt. Warum? Was sind mögliche Gründe? Ja, der erste ist sozusagen einfach und offensichtlich. Das ist ja auch Chris passiert, der eigentlich mit uns heute hier sein wollte. Scam, ne? Also die fallen irgendwie drauf rein. Aber es gibt natürlich noch andere Gründe. Ja, es gibt den großen Publikationsdruck. Es gibt da dieses Motto, publish or perish. Klar ist der Druck sehr groß auf Wissenschaftler, das, was sie forschen, das, was sie rausfinden, auch zu veröffentlichen. Und bei den normalen Journals, was Till vorhin geschildert hat, da braucht man viele Monate, manchmal 2-3 Jahre. Und selbst gute Publikationen kriegt man da manchmal nicht unter. Deshalb sucht man sich was anderes und geht dann unter Umständen dahin. Und das haben wir auch gefunden. Genau, das Karriere-Doping, das unterscheidet das vom zweiten Punkt so ein bisschen. Das ist so das Freiwillige. Ja? Das eine ist der Druck, ich muss veröffentlichen. Das andere ist, ich habe hier zum Beispiel ein Projekt und dann hätte ich gerne noch so ein paar Veröffentlichungen drin. Die müssen nicht drin sein, aber schöner sieht's aus. Ja? Wir haben Projektberichte, offizielle Projektberichte auch an die Bundesregierung gefunden, wo solche Veröffentlichungen in Predatory Journals drin waren. Es findet sich übrigens auch in Habilitationsschriften und tatsächlich auch in, also Doktorarbeiten, Habilitationsschriften. Auch da, wenn die kumulativ sind, finden sich solche Veröffentlichungen. Was sagen die Wissenschaftler dazu? Ja, wir haben ganz viele gefragt, wir haben viel gesprochen. Die Uni Hannover hat gesagt, eine Sensibilisierung für das Thema findet erst nach und nach statt. Erst durch ihre Berichterstattung wurde für uns die Tragweite des Problems sichtbar, war die Uni Bremen, wo Bernd Scholz-Reiter ist. Das Phänomen untergräbt das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Wissenschaftsbetrieb, sagt die Uni Frankfurt. Die haben auch gesagt, wir machen jetzt eine große Untersuchung, schauen uns an, was da tatsächlich reinging. Das läuft noch, die Untersuchung. Und wir haben einen Kinderarzt von der Uni Saarland, den haben wir gefragt, was sagen Sie dazu, dass Ihre Arbeiten in einem solchen Journal veröffentlicht wurden? Kacke. Ja, das war eigentlich die häufigste Reaktion, dass die Leute einfach völlig überrascht waren. Warum ist das wichtig? Weil, also wir haben jetzt gehört, Wissenschaftler tummeln sich da, Wunderheiler tummeln sich da, es gibt irgendwie so eine Mischung, aber da tummeln sich noch ganz andere. Genau, uns ist bei unseren Recherchen in dieser Datenbank immer wieder aufgefallen, dass dort auch sehr viele E-Mail-Adressen angegeben waren von großen Firmen. Denn das war ein Aspekt, den wir zunächst auch gar nicht so sehr auf dem Zettel hatten. Wir dachten, das ist so ein bisschen so ein inneruniversitärer Scam, ja, so eine Mischung aus irgendwelchen Spam-E-Mails und Karriere-Doping. Doch es ist tatsächlich auch so, dass viele Firmen, auch wirklich große Firmen, Weltkonzerne, diese Möglichkeit nutzen, sich und ihre Produkte als besonders wissenschaftlich fundiert darzustellen. Von den 30 DAX-Konzernen in Deutschland, also den größten Firmen, haben wir 12 Firmen gefunden, die entweder dort veröffentlicht haben oder deren Konferenzen besucht haben und haben jetzt mal so ein bisschen ein Best-of oder besser ein Worst-of dieser Firmen mitgebracht. Wir haben zum einen Bayer, ja, großer Pharmakonzern, kennt sicher jeder hier, mit Aspirin viel, viel Geld verdient, sich auch sehr verdient gemacht. Allerdings ist es tatsächlich so, dass diese Pharmafirmen, und Bayer ist jetzt da nur ein Beispiel, diese Abkürzung zur wissenschaftlicher Veröffentlichung sehr gern nutzen. So haben die beispielsweise zu ihrem Produkt Aspirin eine Studie veröffentlicht, auch wieder bei Omics. Wir erinnern uns an die tolle Geschichte mit den Bienen. Das heißt, die haben dort einen Artikel veröffentlicht, in dem sie ihrem Produkt Aspirin plus C
kennen vielleicht auch viele, das ist eigentlich nur normales Aspirin mit einem Zusatz von Vitamin C, eine bessere Wirkung zuschreiben als einem Placebo. Jetzt haben wir diese Studie uns mal angeschaut und gemerkt, naja, das ist eigentlich ein bisschen ein seltsamer Vergleich, weil natürlich hilft Aspirin plus C besser bei Erkältung als einfach nur ein Placebo, also einfach nur Brausewasser ohne Wirkstoff, weil natürlich Aspirin ja der nachgewiesene Wirkstoff ist. Viel interessanter wäre zu schauen, hilft Aspirin plus C besser als Aspirin? Das wäre die eigentliche Frage, die haben sie aber nicht gestellt. Ja? Also die haben diesen Artikel dort veröffentlicht. Wir haben den von anderen Forschern anschauen lassen, die gesagt haben, also in einem seriösen Journal hätte man damit wenig Chancen gehabt, weil einfach der Erkenntnis gering, viel zu gering ist. Die Stiftung Warentest beispielsweise hat sich dazu klar geäußert, hat gesagt, der Zusatz von Vitamin C ist in diesem Fall wirklich überflüssig. Bayer selbst sagen, dass sie nur in Publikationen veröffentlichen, die bei Fachleuten anerkannt sind, was ich eine ziemlich dreiste Behauptung finde, weil diese Omics-Journals wirklich alles andere als wissenschaftlich anerkannt sind. Man kann sich jetzt fragen, warum macht Bayer sowas? Und auch hier kommt es wieder drum, es geht da nicht drum, seriöse Forscher zu täuschen. Die sehen das sofort. Es geht drum, die Öffentlichkeit. Ja, und wenn man einfach mal Aspirin plus C bei Google eingibt, kommt man sehr, sehr schnell auf Platz 2 ist eine Studie, die darauf verweist, dann auch noch abgeschnitten. Also Aspirin plus Vitamin C provides better relief. Wenn ich jetzt irgendwo stehe und mir überlege, kaufe ich mir jetzt Aspirin plus C, was doppelt so teuer ist wie normales Aspirin, finde ich vielleicht diese Studie als Verbraucherin oder als Verbraucher, denke mir, okay, gebe ich das Geld dafür aus und schon klingelt die Kasse. Andere Firmen, die wir gefunden haben, natürlich die Tabakindustrie. Die ist ja sowieso, hat eine lange Tradition, die Öffentlichkeit zu belügen und zu täuschen, gerade mit eben wissenschaftlichen Studien oder Studien, die wirken, als wären sie Wissenschaft. Man erinnert sich an diese ganze Diskussion, dass Rauchen ja vielleicht auch gesund sein könnte oder dass Krebs ja viele Ursachen hat oder dass Passivrauchen gar nicht schädlich ist oder Light-Zigaretten ja auch ganz toll sind. Also die Tabakindustrie hat eine lange Tradition und für die ist natürlich dieser Scheinverlag ein tolles Gefäß für ihre Forschung. Die veröffentlichen da ganz viel, vor allem zurzeit um ihre sogenannten weniger schädlichen Produkte, die E-Zigaretten und andere Sachen, mit denen sie bewusst Werbung machen und sagen, das ist weniger gesundheitsschädlich als Zigaretten und viele dieser Studien landen dann eben dort und das ist nicht nur eine, sondern gerade Philip Morris sind da Stammgäste scheinbar bei diesen Konferenzen, treten dort immer wieder auf, veröffentlichen da ganz viel, uns gegenüber wollten sie sich aber nicht dazu äußern. Es gibt andere, es gibt Lobbyverbände. ILSI ist ein Think Tank, der von Hershey's, McDonald's und Coca-Cola bezahlt wird. Die schicken ihre Experten dahin, um über Childhood Obesity und Nutrition zu reden. Ja, also ein klassisches Motiv sozusagen, da werden Zweifel gesät, da werden Vorträge gehalten, die sozusagen ungeprüft da letzten Endes die Thesen von großen Wirtschaftskonzernen einfach verbreiten können. Auch sehr, sehr interessant für uns war die ganze Welt der Klimawandelleugner. Die CO2-Coalition, die man oben sieht, arbeitet eng mit der Trump-Administration zusammen in den USA. Die findet man dort immer mal wieder. In Deutschland das Eike-Institut, die der AfD nahestehen. Die verbreiten dort ihre Thesen darüber, dass der Klimawandel ja eben gar nicht menschgemacht sei und dass das eben alles gar nicht so ist, wie die Mainstream-Wissenschaft eben so erzählt. Die sehen da Zweifel. Und gehen damit auch in die Landtage zum Beispiel. Also die können dann in die Landtage gehen, wo beraten wird über Windkraftausbau und die können dann sagen, hier, ihr habt Studien, wir haben Studien, wer weiß. Und das Interessante ist, und das seht ihr ja auch hier, wir haben in dem gleichen Journal, wie diese Wissenschaftler von Eike publiziert haben, haben wir auch unseren eigenen Mist, das ist das Rechte, publiziert, das wurde da auch angenommen. Zweimal sogar. Das heißt, die sind natürlich auch dabei. Ja, kritische Infrastruktur, ja, also Firmen, die dafür zuständig sind, die Sicherheit für Atomkraftwerke zu gewährleisten, veröffentlichen auch dort. Und auch hier, das Problem ist, möglicherweise ist diese Studie dort total seriös. Ja, das heißt ja nicht, dass jeder Artikel, der dort landet, auch automatisch so ein Blödsinn ist wie unsere Red Black Trees oder unsere Bienen. Das Problem ist eben nur, es prüft keiner. Und dann steht eben dort seriöse Wissenschaft neben komplettem Quatsch im selben Journal und keiner kann es richtig auseinanderhalten. Und um das jetzt noch mal ein bisschen zusammenzufassen, dass wir auch noch ein bisschen Zeit vielleicht haben für Fragen, zeigt vielleicht am Anfang die Folie, die wir gleich zu Beginn unserer Präsentation gezeigt haben, nochmal. Also
Wissenschaft ist eben deutlich mehr als nur eine innerakademische Veranstaltung. Es beeinflusst die Entscheidungen. Ja? Wenn Klimawandelleugner, die ihre eigenen Studien in ungeprüften Quatsch-Journals veröffentlichen, mit genau diesen Studien hausieren gehen, um sozusagen Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu beeinflussen, ist das schon bedenklich. Wenn wir Produkte kaufen, die vielleicht nachgewiesenermaßen gar nichts bringen, wir finden aber eine Studie dazu, kann das unser Kaufverhalten beeinflussen. Das heißt, der Schaden für die Gesellschaft ist ziemlich groß, weil es sickern diese Studien, diese Lüge und diese Wahrheit, es sich alles vermischt, ja, da steht das eine neben dem anderen, es ist ungeprüft, es gibt keinen Filter. Wir haben es ein bisschen damit verglichen, wie es wäre quasi so, als würde der TÜV einfach auf jedes Auto eine Plakette draufkleben. Viele dieser Autos würden bestimmt problemlos fahren und es gäbe kein Problem. Viele hätten vielleicht extrem hohe Abgaswerte, die gegen irgendwelche Normen verstoßen, und andere Autos hätten vielleicht einfach keine Bremsen. Aber der Siegel ist sozusagen drauf. Genau, das ist eigentlich das Bild, was es am besten zusammenfasst, nämlich sozusagen erodierendes Vertrauen in eine Säule unserer Gesellschaft. Und deswegen haben wir das relativ groß aufgedeckt, Mitte des Jahres mit 23 Medien weltweit, also über Südkorea, Frankreich, Österreich, unheimlich viele Länder mitgemacht, um aufmerksam zu machen, um sozusagen auch die seriöse Wissenschaft aufmerksam zu machen und sozusagen das System komplett auseinanderzunehmen. Und jetzt kommen die drei Folien, auf die freuen wir uns eigentlich schon den gesamten Vortrag. Wir haben nämlich gestern nochmal geguckt, ja, wie es so läuft bei Omix, ja, mit dem Business. Man muss dazu sagen, im Juli war unsere Veröffentlichung, also genau im Sommer sind unsere Artikel dazu erschienen im Süddeutsche Zeitung Magazin, bei Medien weltweit, im NDR und ARD lief ein Dokufilm dazu. Also ja. Man konnte eigentlich nicht anders. Ja, wir gucken uns Wasse zum Beispiel auch fast jede Woche nochmal an und schauen in die Konferenzprogramme. Deutsche verirren sich da sehr, sehr, sehr selten jetzt inzwischen dorthin. Leute aus Wissenschaftler aus Ländern, wo Partnermedien berichtet haben. Also die da hingehen, die paar, die noch hingehen, die kommen aus Ländern, wo noch nicht berichtet wurde. Aber wo wir auch inzwischen Partnermedien teilweise haben und wo noch berichtet werden wird. Genau. Also das ist sozusagen auch unser Ansinn, deswegen sind wir auch da. Wir wollen gerne aufklären, wir wollen, dass Verbraucher, dass Wissenschaftler genau hinschauen, wo veröffentlichen sie ihre Studien, wo lese ich Studien. Wir wünschen uns sozusagen Spread the Word über Wasit, Omix und Co. Weil nur so kann man quasi diesen nicht endenden Quell an Geld für diese Firmen auch einfach abstellen. Wenn sozusagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort nicht mehr veröffentlichen, entweder weil sie merken, oh, da bin ich in sehr schlechter Gesellschaft, oder ich brauche das gar nicht in meine Publikationsliste reinzuschreiben, weil ich mich lächerlich mache. Nur dann schafft man es quasi, dieses System irgendwie auszutrocknen. Chris hat eine sehr schöne Website gemacht und auch einen Twitter-Account dazu, Wasit Watch, da twittert er regelmäßig Neuigkeiten dazu, und jeder kann natürlich auch selber mal schauen, wir twittern nachher mal diese Customized-Suche, die du entwickelt hast, da setzt ihr im Prinzip die Uni ein oder euren eigenen Namen oder so. Die Domain von der Uni am besten, um nach E-Mail-Adressen zu suchen. Und damit kommt man schon ziemlich weit. Also wir haben natürlich systematisch gesucht nach großen Firmen, nach Forschungsinstituten, nach großen Unis etc. Wir sind uns sicher, in diesem gigantischen Datenschatz lagert noch die ein oder andere unentdeckte Perle an Veröffentlichungen, die da nicht landen sollten. Und wenn man einfach diese Google-Suche macht, kommt man schon ziemlich weit. Man muss nicht alles scrapen, um zumindest mal erste Verdachtsmomente zu finden. Bleibt uns zu sagen, herzlichen Dank zunächst an ein riesiges Team, wie man hier sieht, die mitgearbeitet haben. Wir waren da überhaupt nicht nur zu dritt beteiligt, sondern es waren ganz, ganz viele, die unterstützt haben. Und vielen Dank an euch, dass ihr uns heute zugehört habt. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben noch Zeit für Fragen. Hier im Saal, Adams, sind 8 Mikrofone verteilt, und Signal Angel, kannst du vielleicht einmal kurz, okay, ja, da sehe ich dich. Dann würde ich vorschlagen, ich will einmal kurz alle sehen, ich würde dann gerne hier vorne mit der ersten Frage von Mikrofon 2 beginnen. Ja, hallo, erstmal danke für den Talk. Am Ende habt ihr ja so ein bisschen eine positive Entwicklung aufgezeigt.
Das bringt einem jetzt ja aber auf lange Sicht erstmal nicht viel. Zum einen habt ihr vorhin gezeigt, dass die durchaus noch das eine oder andere andere Domain in der Tasche haben, mit der sie sowas wie WhatsApp und so weiter einfach austauschen können. Und sowas wie der Twitter-Account ist auch erstmal nett, kann man kurz mal gucken gehen, aber dann hat man ja sozusagen so eine zentrale Stelle, wie so eine Art Pranger. Wo es dann ja auch die Frage ist, wie kommt man da drauf und wie kommt man da auch wieder runter? Habt ihr irgendeine Idee, wie man das einigermaßen sinnvoll und missbrauchsarm gestalten kann, den Wissenschaftlern irgendwie eine Möglichkeit in die Hand zu geben, da nicht drauf reinzukommen? Also es ist nicht so einfach. Es gibt keine zentrale Blacklist oder Whitelist, die man nehmen kann, um das abzugleichen. Erstens mal, es gibt das grundsätzliche Problem, was ist ein Predatory Publisher? Da gibt es durchaus unterschiedliche Definitionen. Zweitens, es gibt gerade in Deutschland eine falsch verstandene Liberalität des Publizierens, die natürlich nicht beinhaltet, dass man in nicht wissenschaftlichen Publikationen publizieren kann und sollte. Da gibt es so einen Unwillen, sich abzugrenzen. Und deshalb und damit verbunden gibt es auch noch so eine juristische Komponente, dass es schwierig ist, einzelne Firmen zu benennen, weil man Angst hat, von denen verklagt zu werden. Wenn ich als Wissenschaftler wissen will, wo ich publizieren kann, mache ich zwei Sachen. Erstens mal, es gibt tatsächlich eine kommerzielle Liste, die ganz gut ist, Cabell's List. Heißt die, das ist eine Firma in Texas, ist aber hinter einer Paywall, da sind Kriterien genannt und da steht drin, warum eine Firma ein Predatory Publisher ist und warum nicht. Zweitens, die UBs sind da jetzt schon inzwischen schon ziemlich weit, also auch durch die Berichterstattung, die bieten auch Publikationsseminare an. Und drittens kann man auch schauen, man muss gucken, wo publiziere ich da? Schaue ich mir die Webseite an? Wer ist denn da im Editorial Board? Wo sind die denn? Also ich schaue mal nach einer Adresse. Also macht auch mal solche Sachen, gebt mal die Adresse irgendwie bei Google Maps ein oder Google Street View. Schaut euch mal, und wenn das irgendein Farmhaus irgendwo in der Prärie in den USA ist und ihr dann eine Rückwärtssuche bei der Telefonnummer macht und seht, dass die in eigentlich über Skype läuft und der eigentliche Laden in Pakistan sitzt, dann wisst ihr, das ist kein seriöser Laden. Aber es ist teilweise ein bisschen Handarbeit. Man muss hingucken, man muss richtig hingucken, um da nicht reinzufallen. Es ist aber so, dass die Unis dieses Problem tatsächlich auch erkannt haben nach dieser großen Welle an Veröffentlichungen. Gab es jetzt an vielen, vielen Unis jetzt gerade zum neuen Semester Lehrveranstaltungen dazu, wo Doktorandinnen und Doktoranden eben genau darauf hingewiesen wurden. Also es ist ein mühsamer Weg, aber wahrscheinlich funktioniert es nur durch Aufklärung. Ja, aber am großen Rad läuft gerade ein Gerichtsverfahren in den USA gegen Omics. Also die Amerikaner drehen am großen Rad. Das heißt, kann sein, dass es Omics vielleicht so schnell gar nicht mehr gibt. Okay, dann würde ich gerne weitermachen mit Mikrofon 5 dort hinten. Du hast es gesehen, super. Ja. Vielen Dank für die investigative Arbeit. Ihr wurdet ja eingeladen, eine Keynote zu halten. Habt ihr einfach nur Nein, danke gesagt oder habt ihr überlegt, hinzugehen und die Keynote zu halten und vielleicht einen Aufklärer-Talk zu halten? Also wir haben tatsächlich ein sozusagen Begrüßungsstatement dorthin geschickt, was auch schon gesagt hat, ja, Wissenschaft ist im Wandel und wir alle müssen eben genau schauen, wo wir hier eigentlich gelandet sind. Daraufhin kam dann aber von diesen Veranstaltern keine weitere Mail mehr. Wahrscheinlich hätten wir dann auch noch mehr hinterher sein müssen oder vielleicht ist diese Konferenz dann doch zufälligerweise ausgefallen. Also hingefahren sind wir nicht und wir haben ja dann ab einem gewissen Punkt uns ja auch als Journalistinnen und Journalisten zu erkennen gegeben. Es kann auch sehr gut sein, dass die dann jetzt gemerkt haben, oh, dieser Professor Dr. Erfunden ist doch nicht die seriöse Koryphäe, für die wir sie gehalten haben. Okay, dann würde ich gerne weitermachen mit dem Signal Angel. Das Internet würde gerne wissen, wie verständlich waren die anderen Vorträge auf der Fake-Konferenz? Hattet ihr den Eindruck, dass die anderen Vortragenden versucht haben, schlechte Wissenschaft zu vertuschen oder waren diese ahnungslos? Also das waren größtenteils Leute, die tatsächlich Wissenschaft vortragen wollten, aber von ganz unterschiedlichster Güte. Also bei unserer ersten Konferenz in London, erinnere ich mich noch, da waren wir alle drei, da waren junge Wissenschaftlerinnen aus Südkorea, es waren auch irgendwie, glaube ich, 5, 6 oder so. Das waren Vorträge, die waren auf Pro-Seminar-Niveau. Das kann ich beurteilen, weil es um Politikwissenschaft auch ging. Bei Computerwissenschaft hätte ich mir das nicht angemaßt. Das ist ganz unterschiedlich. Den Vorsatz,
dass da jemand schlechte Wissenschaft tatsächlich verbreiten will, den festzustellen, das ist sehr schwierig. Wir hatten allerdings in New York einen Fall von einem Deutschen, der was da runtergeleiert hat, wo wir dann tatsächlich auch sagen konnten, naja, also wir haben das mal überprüfen lassen an anderer Stelle, das war schon ziemlich dünn. Das wäre woanders nicht genommen worden. Genau. Und bei einer der Konferenzen war tatsächlich auch jemand, der quasi so nebenher promoviert hatte, der war eigentlich in der Firma angestellt oder selbstständig in seiner eigenen Firma, das weiß ich nicht mehr genau. Und er hat tatsächlich dann auch über das Thema des Produktes, das er mit seiner Firma herstellt oder vertreibt, da gesprochen und hatte auch so ein Polohemd mit seinem kleinen Firmenlogo drauf. Und der hat eben quasi da das Produkt seiner Firma sehr, sehr, sehr gelobt und eben auch wissenschaftlich dargestellt, dass das eben ganz, ganz toll ist. Also da war auf jeden Fall ein kommerzielles Interesse da. Gut, dann würde ich gerne weitermachen hier vorne mit Mikrofon 1, bitte. Ja, moin, Lambert ist mein Name. Danke, toller Vortrag. Was mich wirklich gestört hat, ihr habt an zwei Stellen erwähnt, wow, das ist ja so eine kleine Konferenz, so nach dem Motto, wenn es klein ist, kann es nicht, oder Leute aus verschiedenen Fachbereichen, wenn wir nach dem Kriterium gehen, würde auch das Entstehen von neuen Feldern und interdisziplinären Dingen, müsste man dann auch skeptisch sehen. Das ist wirklich kein Argument, dass eine Versammlung zu einem wissenschaftlichen Thema klein ist. Und noch eine letzte kleine Bemerkung. Da muss ich jetzt leider einschreiten. Es geht darum, dass Menschen ihre Fragen stellen können. Wenn du Anmerkungen hast, komm nachher damit hin. Ja? Das ist, deswegen möchte ich weitermachen mit Mikrofon 4 da hinten, bitte. Hallo. Also ich wollte noch fragen, ob die Daten, die ihr über die Fake Journals gesammelt habt, öffentlich zugänglich sind. Weil das wäre auch zum Beispiel interessant zu vergleichen, ob es mit den ganzen Gesundheitstrends, die in den letztes Jahr so aufgekommen sind, wie Detox oder was Lentizellenwasser oder der Aktivkohle in Lebensmitteln, wie das halt auch mit den Fake Science zusammenhängt. Also wir wollten ursprünglich natürlich gerne alle Daten einfach ins Netz stellen. Da hat uns unsere Rechtsabteilung ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die gesagt haben, sie wollen dann nicht die Gerichtsverfahren ausfechten, die möglicherweise auf uns damit zukommen. Deswegen konnten wir das nicht machen. Und unser Weg ist im Moment zu sagen, wenn man sozusagen einzelne Fälle sich genauer anschauen will, dann muss man wirklich, am leichtesten geht es tatsächlich über diese Google-Suche. Da kann man auch Gesundheitstrends dabei NN zum Beispiel eintippen, die Fachbegriffe dafür, und dann spuckt er einen auch viel sozusagen konzentrierter dann diese Sachen aus, weil in diesen Rohdaten zu suchen, das ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, also weil man einfach so viele Ergebnisse dann bekommt. Okay, dann würde ich hier vorne mit Mikrofon 2 weitermachen. Ja, hallo, und ich hätte eine Frage. Ich wollte fragen, wie sieht das denn aus juristisch? Also kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt meine eigenen Fake-Studien auf diesen Seiten veröffentliche und dann selbst benutze, um irgendwelche Sachen zu deklarieren und klarzustellen, kann ich dafür in Deutschland zum Beispiel juristisch belangt werden? Naja, wir sind keine Juristen, aber ich würde mal sagen, aus meinem juristischen Verständnis heraus, wenn ich tatsächlich damit jemanden betrüge und ihm sage, das ist wissenschaftlich hier, das ist Wissenschaft, da ist das belegt, und mit diesem falschen Argument etwas verkaufe, dann komme ich tatsächlich in eine Haftung rein, ja. Okay, dann mache ich mal weiter. Da hinten winkt es, das ist glaube ich Mikrofon 8. Ja, genau, der ihr winkt, bitte, ihr seid dran. Ja, super, Oliver Moldenhauer, großartige Arbeit, die ihr da macht. Eine Frage, das ist ja alles recht aufwendig, wenn ich es da mache. Kann man abschätzen, wie teuer Recherche war? Und wer bezahlt das? Also wir, Peter und ich, wir sind sozusagen beim NDR, Norddeutscher Rundfunk. Das heißt, das sind Gebührengelder, die uns finanzieren. Und wir haben jetzt für die Recherche zu zweit, ja, vielen Dank an der Stelle. Und ich bin ja fest angestellter Redakteur beim Magazin der Süddeutschen Zeitung, und wir haben das gemeinsam mit unserem Investigativressort gemacht, vor allem mit Katrin Langhans, die auch fest angestellte Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung ist. Das heißt, das ging letzten Endes aus dem Geld, was unsere Abonnentinnen und Abonnenten für die Süddeutsche Zeitung zahlen, sowohl online als auch print, oder eben durch das Geld, was wir mit Anzeigen verdienen. Also wir haben so Journalism. Ja.
halbes Jahr nicht ganz, also haben wir uns damit beschäftigt. Ja, wir haben noch was anderes gemacht in der Zeit, aber das zu quantifizieren ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir da auch nicht den Überblick haben. Wir haben nicht irgendwie einen Topf und sagen, jetzt dürfen wir so viel ausgeben, sondern wir arbeiten halt einfach und wenn wir reisen, dann wird das halt gezahlt. Also wir fliegen nicht erste Klasse oder so. Wir waren auch für die Recherche nicht in Sri Lanka oder so, da gab es auch Vorträge, ja. Aber das ging dann nicht, also London war dann schon... Gut, dann da ganz hinten bei Mikrofon 7 sehe ich auch jemanden. Ist da ein Fragewilliger? Der will, ja, okay, dann das ist also eine Frage. Dann bitte. Hallo. Habt ihr eigentlich auch versucht, eure Fake-Studien bei anerkannten Journals zu veröffentlichen, so als Gegenprobe? Das ist eine gute Frage, ja. Das hatten wir uns tatsächlich auch überlegt, aber wir hatten dann irgendwie das Gefühl, das wäre ehrlich gesagt unlauter, weil wir irgendwie das Gefühl hätten, dann hätten wir quasi ernsthafte Wissenschaftler wertvolle Arbeitszeit damit geklaut, sich unseren Quatsch sozusagen ohne es zu wissen anschauen zu lassen. Was wir dann gemacht haben aber ist, wir haben die Studien, die wir dort eingereicht haben, natürlich seriösen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorgelegt, die dann gesagt haben, ja, das ist natürlich wirklicher Unsinn. Ja, so haben wir das gemacht, so eine Art nachgelagerten Peer-Review, kann man sagen. Ne? Es ist tatsächlich so, dass das auch große Journals und renommierte Journals Probleme haben im Peer-Review. Das ist bekannt und da wird auch mal Mist veröffentlicht und so, aber dieses hohle Zeug, was wir da eingereicht haben, da bin ich mir relativ sicher, das würde bei einem seriösen Journal, wenn ein seriöser Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin draufschaut, nicht durchgehen. Ja, wir sind jetzt leider, es tut mir sehr leid, dass du kein Mikro hast und wir haben jetzt auch leider keine Zeit mehr. Das heißt, es tut mir leid, alle, die an den Mikrofonen angestanden haben, die Zeit für Frage und Antwort ist vorbei, aber man wird euch hier auf jeden Fall noch finden, hoffe ich. Gibt es irgendwie einen Ort, wo man euch aufsuchen könnte? Ja, also wir sind den ganzen Tag heute und morgen wahrscheinlich auch auf dem Kongress. Also ihr seht uns, ansonsten schreibt ihr uns zum Beispiel über Twitter. Genau, die Twitter-Handles standen da. Ich würde um einen großen Applaus für Inside the Fake Science Factories und die drei Sprecher bitten. Vielen Dank.